auch ein Schreiben geschickt, wo er darauf hinweist, dass das Jahr 2014 ein Gedenkjahr ist in mehrfacher Hinsicht. 200 Jahre Wiener Kongress, 100 Jahre Ausbruch des Ersten Weltkrieges, 25 Jahre Fall der Berliner Mauer und 10 Jahre EU-Erweiterung 2004 der Länder Osteuropas. Dieses Gedenkjahr bietet Anlass, die wechselvolle Geschichte unseres Kontinents zu reflektieren und sich der Errungenschaften der EU als Friedens- und Freiheitsprojekt bewusst zu werden. Umso mehr bedauern wir, dass wir aus terminlichen Gründen nicht an Ihrer Veranstaltung teilnehmen können. Mit freundlichen Grüßen, Magister Harald Nagel. Und der Clubobmann der Freiheitlichen im Parlament schreibt uns, sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben das sudetendeutsche Gedenken dieses Jahr unter das Motto der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, des Ersten Weltkriegs, gestellt. Eine direkte Folge dieses fürchterlichen Krieges waren auch die schrecklichen Ereignisse des 4. März 1919 in der ehemaligen Tschechoslowakei. Sie, wie auch die anderen Landsmannschaften, gedenken jährlich der 54 sudetendeutschen Landsleute, welche im ersten Friedensjahr für ihr Recht auf Heimat das oftmals junge Leben lassen mussten. Es war für alle Völker der ehemaligen KJK-Monarchie eine schwierige Zeit. Die gewohnte politische Ordnung brach zusammen und so mancher Österreicher deutscher Muttersprache war nun nicht Staatsbürger der noch jungen Republik, sondern Bürger eines fremden Landes geworden. Gerade die neu entstandene Tschechoslowakei hielt ihr Versprechen nicht ein, einen Staat aufzubauen, in dem alle Bürger, egal welcher Muttersprache, ob Tschechen, Slowaken, Ungarn oder deutsche Altösterreicher, gleichberechtigt ihre Kultur aktiv leben können. Die chauvinistischen Hasstiraden gegen alles Altösterreichische und Ungarische erreichten 1945 ihren Höhepunkt und führten zur Vertreibung. Eine Aussöhnung zwischen Österreichern und Tschechen ist wichtig. Diese setzt jedoch voraus, dass auch die Tschechen bereit sind, ihre Fehler einzugestehen und als Zeichen dafür die faschistoiden Benesch-Dekrete aufzuheben und eine Restitution in die Wege zu leiten. Dafür werde ich mich als Bundesparteiobmann der FPÖ weiterhin einsetzen. Ich danke Ihnen für die Einladung und sende allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf diesem Wege die besten Wünsche für einen inhaltsreichen und würdigen Verlauf Ihrer Veranstaltung. Ihr Heinz-Christian Strache.